Jema, so schön, dass du da bist. Wir alle gemeinsam sind die Veränderung, die jetzt gebraucht wird. Jede von uns zählt. Wenn wir uns so getrennt fühlen vom Ganzen, dann haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir nichts ausrichten können. Aber jede und jeder Einzelne von uns, der zum vollen Potenzial erwacht, ist wie ein hell leuchtendes Licht, das alles rundherum berührt und verwandelt. Und weil die Zeiten, durch die wir jetzt kollektiv alle gemeinsam durchgehen, so intensiv sind, ist es ganz besonders wichtig, dass wir Werkzeuge haben, die uns helfen, unsere Balance zu halten, uns klar auszurichten, in unserer Kraft zu sein, im Vertrauen zu sein, zu wissen, wofür wir einstehen und auch danach zu handeln und ein Ort der Kraft zu sein für uns selbst und für andere. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ein 5-wöchiges Intensivprogramm mit den 5 Elementen anzubieten und dir all diese wertvollen Werkzeuge in die Hände zu geben. Die 5 großen Elemente, die Panchamahabhuta, sind Tore, durch die unser Bewusstsein gehen kann. Sie helfen uns, unsere begrenzte Persönlichkeit mit all diesen Ängsten, Zweifeln und Illusionen zu überwinden. Und sie heilen diese Trennung zwischen der materiellen und der spirituellen Welt. Das heißt, wir ziehen uns nicht zurück von dem gelebten Leben in der Welt mit all den Herausforderungen, sondern im Gegenteil. Diese Welt, diese wunderschöne Manifestation und ihre Herausforderungen werden zu unserem Übungsfeld und sind für sich etwas Heiliges. Je mehr wir uns der 5 Elemente bewusst sind, desto mehr stärkt sich unser Bezug, unsere Beziehung zur Natur, zur Erde. Und desto mehr können wir auch unseren Körper im Einklang bringen mit den natürlichen Rhythmen, können im Innen sowie im Außen diese Balance herstellen, die so dringend gebraucht wird. So the moment when we become aware of the elements in the body, the moment when we start harmonizing the elements in the body, we are helping the nature. We are helping this vast. So my request is, it's the time now to wake up. It is so essential to start putting effort in harmonizing the elements. So, friends, be benefited and help the Mother Earth. Thank you, Jema. Uns der 5 Elemente in unserem Leben bewusst zu sein und uns mit ihnen verbinden zu können, bereichert unser Leben auf ganz konkrete Art und Weise. Wir können uns geerdet und sicher fühlen, auch wenn die Dinge im Außen drunter und drüber gehen. Wir können besonnen bleiben und einen Schritt nach dem anderen machen, im Vertrauen bleiben, ohne unseren Kopf zu verlieren. Wir können das Leben genießen und uns freuen. Wir können mit Unbeschwertheit und mit Dankbarkeit jeden Tag als ein wertvolles Geschenk annehmen. Wir können in unserer klaren Ausrichtung bleiben, genau wissen, was wir wollen, warum wir hier sind und danach handeln und endlich diese Masken fallen lassen und uns wirklich trauen, dem Weg unseres Herzens zu folgen, ohne Wenn und Aber. Wir können diese Verbundenheit und Liebe spüren, das Wissen, dass es keine Trennung gibt, dass Trennung nur ein Spiel, ein Trick des Ego ist und dass die einzige Wahrheit Liebe ist, die alles heilen kann und dass diese Verbundenheit und Einheit besteht, egal ob wir einer Meinung sind oder nicht, dass es keine Rolle spielt. Und wir können uns daran erinnern, dass wir ewige Wesen sind, dass dieser Körper, diese Form, dieser Name vergänglich sind, vorübergehend. Aber dass das, was wir wirklich sind, niemals sich verändert und ewig ist. Die Praxis mit den 5 Elementen hat schon viele Menschen zutiefst berührt und ihr Leben bereichert.
Wir beginnen am 15. Jänner und treffen uns an 6 Samstagvormittagen. Die ersten 5 Samstage haben wir je einen Workshop zu den 5 Elementen, wo ihr Philosophie hört und Geschichten, wo wir Swakriya-Yoga praktizieren, also die entsprechenden Kriyas, Pranayamas, Mantras, Mudras. Und vor allem bekommt ihr eine Praxis, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Zwischen den Workshops habt ihr dann Zeit, für euch selbstständig die Dinge anzuwenden, zu üben. Und ihr bekommt in dieser Zeit per E-Mail Praxisinspirationen, die euch daran erinnern, die euch wieder neuen Schwung geben. Nach der 5. Woche, am 6. Wochenende, haben wir eine gemeinsame Abschlusseinheit mit Guru Charanji. Und werden alles noch einmal zusammenfassen und euch mit auf den Weg geben, wie ihr die 5 Elemente in euren Alltag integrieren könnt. Die beste Zeit, sich anzumelden, ist jetzt. Die ersten 5 Anmeldungen bekommen den Frühbucherpreis bis 31.12. Und ich freue mich unglaublich auf jede einzelne von euch und auf das gemeinsame Praktizieren. Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, diese wunderschöne Praxis mit euch teilen zu können. Jai Ma. Für alle Informationen und zur Anmeldung, klick einfach auf die Links unter dem Video.